Herzlich willkommen zu unserem letzten Grüne Woche Spezial, liebe Zuschauer. 10 Tage haben wir hier aus der Halle 3.2 vom Erlebnisbauernhof gesendet. Ich hoffe, wir haben Ihnen die ganze Vielfalt dieser außergewöhnlichen Messe zeigen können. Wie lief die Grüne Woche 2016? Wir ziehen Bilanz, und zwar aus Sicht der Veranstalter und der Aussteller, und beginnen mit den Vertretern der Initiatoren des Erlebnisbauernhofes. Und deswegen begrüße ich ganz herzlich Herrn Christoph Amberger vom Vorstand Forum Moderne Landwirtschaft. Schön, dass Sie da sind. Bernhard Krüsken, Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, auch Ihnen herzlich willkommen. Und last but not least, Patrick Simon von der IMA, auch Ihnen herzlich willkommen, Herr Simon. Herr Amberger, fange ich bei Ihnen mal an. Aus Ihrer Sicht, Grüne Woche 2016, Erlebnisbauernhof, wie lief es denn? Also aus unserer Sicht war toll, war anstrengend und ist auch schön, dass jetzt dann vorbei ist. Aber ich möchte gerne sagen, für uns stand das ja unter dem Motto moderne Landwirtschaft entdecken. Wir wollten zeigen, dass eine moderne Gesellschaft eine moderne Landwirtschaft braucht. Und wir wollten den Städtern gerne ein ganzheitliches Bild geben, vom satellitengesteuerten Schlepper bis zum Tierwohl, bis zum Melkroboter, also die gesamte moderne Landwirtschaft hier in der Halle erlebbar machen. Und was ich ganz toll fand, ist, dass sich unsere Aussteller in dieses Motto eingefügt haben, dass wir wirklich die ganze Prozesskette zeigen konnten, sodass ein Städter sich ein ganzheitliches Bild macht. Herr Krüsken, ist das auch aus Sicht der Landwirte eine wunderbare Plattform, die Grüne Woche hier, speziell der Erlebnisbauernhof, um wirklich auch mal nach außen zu tragen, was da eigentlich passiert auf ihren Höfen? Absolut. Das ist genau der Sinn dieser Übung, und wir ziehen auch eine außerordentlich positive Bilanz. Sie wissen, dass die Grüne Woche ja nicht nur eine Verbrauchermesse ist, sondern auch immer ein agrarpolitisches Forum bietet, eine Plattform, auf der ja Meinungen, Positionen, Forderungen und Anliegen ausgetauscht werden. Und ich denke, die beiden Themen, die im Moment auch in der Agrarpolitik ganz oben stehen, nämlich die Frage Tierhaltung, Tierwohl, die Frage, wie gehen wir mit Ressourcen um, wie machen wir modernen, nachhaltigen Ackerbau, dass man die auch hier findet, und vor allen Dingen, dass wir hier auch ein ganz starkes Verbraucherinteresse finden. Das heißt, die abstrakten Begriffe aus der agrarpolitischen Diskussion kann man hier hinterlegen mit praktischen Beispielen, und man kann die Botschaft eben transportieren, und man kann hier sehr viel dazu beitragen, dass eben Verständigung zwischen Stadt und Land funktioniert. Und wir sehen auch, dass dieser Dialog sowohl hier in der Halle zwischen den Ausstellern, zwischen den Akteuren, zwischen den Landwirten und den Verbrauchern ja, in Gang kommt, gut funktioniert, aber dass auch der agrarpolitische Dialog, der in der Vergangenheit ja schon mal sehr kontrovers war und sehr von Polarisierung geprägt, dass der wirklich auch zu einem Diskurs wird. Also, dass wir über Inhalte reden, über Positionen reden, und dass wir hier, glaube ich, in dieser internationalen Grünen Woche 2016 ein besseres Diskussionsklima gesehen haben. Herr Simon, Botschaften überbringen, das ist quasi Ihre Kernaufgabe. Da geht es nämlich um Botschaften für die Kinder, für den Nachwuchs in der Landwirtschaft. Wie ist das dieses Jahr gelaufen? Aus unserer Sicht können wir ein sehr positives Fazit ziehen, auch in dieser Grünen Woche wieder. Wir haben reichhaltig Kontakte gehabt über die verschiedenen Angebote, die wir immer wieder hier auf der Grünen Woche anbieten. Unsere Aufgabe ist es, das Thema Landwirtschaft, auch moderne Landwirtschaft, in die Schulen zu tragen, an die Kinder heranzubringen. Wir stellen immer wieder ein sehr großes Interesse fest, gerade hier im urbanen Raum. Also gerade die städtischen Kinder scheinen offiziell ein enormes Informationsbedürfnis zu haben. Wir haben weit über 9000 Kontakte gehabt bisher. Sehr wahrscheinlich werden wir die Grüne Woche also mit einem Rekord wieder an Kontakten abschließen können. Das ist sowohl über den Messekindergarten, den wir betreuen, zu bemerken. Die Kinder haben viel Freude an dem landwirtschaftlichen Spielzeug, was wir dort bereitstellen. Auch moderne Spielzeugmaschinen dann der Firma Deutz, die uns das hier zur Verfügung gestellt hat. Wir haben die Führungen über den Erlebnisbauernhof, die wir täglich koordinieren für die Schulklassen. Auch hier mehrere hundert Kinder schon geführt. Und natürlich die Schülerpressekonferenz vor wenigen Tagen, die hier ein ganz besonderes Highlight auf dieser Bühne war. Mit über 400 Schülerinnen und Schülern, also wirklich eine Rekordzahl, die wir hier zu vermelden haben. Viele interessante Fragen, gut vorbereitet von den Kindern. Man konnte sehen auch, welche Themen die Kinder bewegen. Da kann ich Herrn Krüsken nur bestätigen und bestärken. Es ist genau der Bereich der Tierhaltung, der immer wieder gefragt wurde.
Man merkt auch, welche Themen dann in den Schulen behandelt werden. Schlagworte wie Massentierhaltung etc. sind immer wieder gefallen. Aber man konnte auch ein großes Interesse bei den Schülern feststellen an den grünen Berufen. Die waren das Kernthema dieser Schülerpressekonferenz. Und es waren also viele Kinder dabei, die fest entschlossen waren, auch mal auf einen Schlepper zu steigen später und in die Landwirtschaft einzusteigen. Herr Amberger, Herr Simon hat es nochmal erwähnt, so ein Thema, was so im Mittelpunkt eigentlich immer wieder steht bei der Grünen Woche, auch in diesem Jahr, ist das Tierwohl. Da werden die Diskussionen auch immer hitziger, oft sind sie auch sehr unprofessionell, weil fehlende Sachkenntnis dort irgendwie was transportiert, was nicht stimmt. Wie kann ich mir jetzt die Aufgabe des Forums Moderne Landwirtschaft vorstellen, um die Grüne Woche herum? Also Sie treten ja nicht nur während der Grünen Woche auf, Sie sind ja natürlich auch tätig die anderen Monate in diesem Jahr. Und speziell was Dialog angeht mit dem Verbraucher, aber auch Vernetzung ihrer Mitglieder. Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich finde, wenn wir mal den Erlebnisbauernhof nehmen, dann gibt es ihn ja nicht nur in Berlin. Und die große Aufgabe des Erlebnisbauernhofes ist, moderne Landwirtschaft in die Stadt zu bringen. Einfach weil die Städter nicht mehr aufs Land kommen oder nicht den Einblick bekommen, haben wir gedacht, lass uns versuchen, das so realitätsnah wie irgend möglich in die Stadt zu bringen. Und wir sehen, dass wir dafür auch Übersetzer brauchen. Und das haben wir dieses Jahr zum ersten Mal gemacht. Wir hatten die Agrarscouts dabei. Das sind junge Leute, die haben einen landwirtschaftlichen Betrieb zu Hause oder die kommen aus diesem landwirtschaftlichen Bereich und die diskutieren mit Städtern und ermöglichen so ein direktes Anknüpfen. Nun geht es bei uns natürlich nicht nur um Erlebnisbauernhof, sondern es geht darum, ganz allgemein mit dem Verbraucher in Kontakt zu kommen und ein realitätsnahes Bild der Landwirtschaft darzustellen, weil wir meinen, wenn wir haben so viel erreicht mit dieser modernen Landwirtschaft und wir haben das immer über Wissen gemacht und über ernsthaftes Anstrengen, besser zu werden. Und dann haben wir auch Themen, die wir weiter lösen müssen. Und wenn wir das schaffen, da wieder Wissen einzusetzen, moderne Lösungen für die Probleme zu machen, ich glaube, dann sind wir genau auf dem richtigen Weg. Richtig. Und das wollen wir gerne im Städter nahebringen. Und Sie müssen es auch zeigen, Herr Krüsken. Es muss eben auch, es müssen die Türen aufgemacht werden. Also es muss da mehr transparent sein, dass die Menschen auch wirklich ein fundiertes Wissen darüber bekommen, wie moderne Landwirtschaft heute aussieht. Glauben Sie, dass die Landwirte dazu auch bereit sind, inzwischen die Türen aufzumachen und zu demonstrieren, hey, guckt mal, bei mir läuft es richtig gut. 100%, das sind die Landwirte. Und Wissen, Information ist der Schlüssel zur Entkrampfung und Versachlichung der Diskussion. Also das ist ein ganz klares Bekenntnis, auch von unserer Seite, für die Landwirtschaft. Wir machen die Stalltüren auf, wir machen die Hoftore auf. Das tun wir nicht nur hier auf dem Erlebnisbauernhof, sondern bei ganz vielen Aktionen, die in der Fläche stattfinden, im Berliner Umland, aber auch in der ganzen Republik. Und das wird auf absehbare Zeit ja, der Schlüssel bleiben, dass wir die Verbraucher informieren und versuchen, Transparenz herzustellen. Denn ich glaube, das ist ja, eine ganz wichtige Funktion, ohne die auch Lebensmittelvermarktung, ohne die auch Agrarpolitik nicht stattfinden kann. Und ich denke, in diesem Sinne wird dann auch im nächsten Jahr wieder die Grüne Woche gestartet werden. Und da freuen wir uns auch wieder auf den Erlebnisbauernhof. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Bilanz, meine Herren. Schön, dass Sie bei uns waren. Und liebe Zuschauer, bei uns wird jetzt meine Kollegin Ina Buchholz ihren letzten Rundgang hier durch die Halle 3.2 starten. Wir transportieren Tierschutz. Das steht an einem LKW hier in der Halle 3.2 und wir gehen gerade rein. Verena Schütz, Sie sind hier die Verantwortliche. Ist ja ein mutiger Slogan erstmal. Ja, wir stehen hier, weil wir täglich Tiere transportieren und ganz viel für unseren Tierschutz tun. Wir transportieren Tierschutz steht dafür, unsere LKW-Fahrer haben eine gesonderte Ausbildung. Sie haben besonders gelernt, mit den Tieren umzugehen. Und wir haben ganz viele Elemente in dem LKW, damit wir Tiere sicher und heil von A nach B bringen. Jetzt ist hier innen drin noch alles sehr metallisch. So sieht es dann aber nicht aus, wenn die Tiere drin sind. Nee, ich habe hier einfach die Einstreu. Wir haben hier einmal Sägespäne, die wird aufgestreut, bevor der LKW beladen wird. Nach jedem Beladen oder Entladen ist der LKW komplett zu waschen und zu desinfizieren, damit wir keine Tierseuchen verbreiten.
Die Einstreuung hat zwei Vorteile. Gerade bei Schweinen ist es etwas Neues, es ist etwas Interessantes. Auf der anderen Seite nehmen wir dadurch Kot und Urin auf, weil das dürfen wir auf keinen Fall auf die Straße bringen, auch wieder aus solchen hygienischen Gründen. Das ist ein Transporter, den könnten wir nutzen für Schweine, Ferkel, für Zuchtvieh, Rinder, Kälber, Bullen, aber auch für Schafe. Wie viele Schweine gehen hier rein? Wenn die Schweine bis 120 Kilo haben, 10 pro Bucht, 30 auf einer Ebene, der LKW hat 3 Ebenen, somit 90 Mastschweine. Warum reisen die Tiere? Wir haben einfach die Schlachtung erfolgt am Schlachthof. Das ist ein hygienischer Aspekt. Das ist praktisch die letzte Reise der Schweine. Und die Ferkel, wir haben spezifische oder spezialisierte Betriebe. Die einen erzeugen die Ferkel, die anderen ziehen die Ferkel auf und die anderen mästen sie. Und von diesen Betrieben transportieren wir die auch zwischen den Betrieben. Also die Technik dieser LKW hat sich deutlich verbessert in den letzten Jahren. Die Maschinen sind größer geworden, die Technik mit der Hydraulikbühne. Nun gibt es ja trotzdem immer wieder Kritik von Tierschützern. Wir versuchen mit Kritik konstruktiv umzugehen. Wir versuchen mit denen in Dialog zu treten, das ist das Wichtigste, weil wenn Missstände da sind, ist es auch richtig, dass Missstände angezeigt werden. Wo ich ein bisschen empfindlich darauf reagiere, wenn man Pauschalkritik übt an unserer Branche und sich nicht damit auseinandersetzt, was wir tagtäglich tun und wie gut wir es eigentlich tun, dass wir Tiere sicher von A nach B bringen. Wie lange sind die Tiere unterwegs? Kurzstrecke ist bis 8 Stunden, inklusive B- und Entladung, kommt eine Transportzeit von ca. 6 Stunden maximal raus. Das ist hier eine Kurzstrecke? Das ist ein reiner Kurzstreckenfahrzeug. Wir sehen manchmal Bilder von Tieren, die an der Grenze, wo LKWs tote Tiere drauf haben, in der Türkei. Ja, da können wir eigentlich erstmal in Deutschland nichts dafür. Der deutsche Transporteur, der Tiere über Grenzen wegtransportiert, hat die Verpflichtungen der Europäischen Union einzuhalten, auch über das Bestimmungsland hinweg, also aus der EU hinweg. Vielen Dank, Frau Schütz. Bitte, gern geschehen. Vielen Dank, Ina. Ja, zufriedene Gesichter bei den Ausstellern, liebe Zuschauer. Wie lief die Grüne Woche 2016 aus Sicht der Messe? Das fragen wir gleich. Also bleiben Sie bei uns. Musik.